Jo, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Smaragd. Das letzte Mal haben wir den dritten Arena-Orden geholt und ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Blind, weil wie gesagt, ich kenne das Spiel eigentlich gar nicht. Die Mechanik von Pokémon ist in jedem Pokémon-Spiel gleich, nur jo, so weit habe ich noch nie gespielt. Also zumindest mal solche Editionen habe ich noch nie gespielt. Wenn ihr das letzte Video verpasst haben solltet, dann verlinke ich euch in der Infobox, hier oben. Nee, da. Ja, genau, hier oben. Das letzte Video. Vom letzten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal weiter. Frisch, fröhlich weiter. Was habe ich denn eigentlich an Pokémon nochmal dabei? Ah, im Offscreen habe ich mal noch ein klein bisschen die Pokémon mühsam gelevelt, also wenigstens alle so ungefähr auf Level 20 sind. Dann haben wir wenigstens in der Hinsicht ein bisschen Ausgleich. Level 13. Das gefällt mir noch nicht. Ich will ausgeglichen die Pokémon leveln. Wobei Eva halt, Eva macht quasi der Anfang. Ne, Quatsch, da muss ich jetzt erst auf in, das Menü nochmal gehen. Eva macht quasi der Anfang. So, was für Item? Okay, Fluchtseil. Wusste ich gar nicht, dass der Fluchtseil trat. Was mit Zietze? Ah ne, Zietze hat der EP-Teiler gehabt. Okay, das war richtig. Und The Game. Was hat der? Ich komme immer noch nicht so ganz mit dem Menü klar, aber jo. Ja, wo sieht man das dann jetzt? Ah, Wundersaat. Wundersaat, ja, das ist in Ordnung. Wundersaat ist in Ordnung. Goodie. Jetzt googeln wir zuerst mal. Also Eva macht die Vorhut und ist auf jeden Fall immer am Start. Gamma kann weg. Game im Moment auch. Da muss ich gucken, was man noch hat. Oh, jede Menge hier. Nee, den. Wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Schwalbini Game, okay. So. Gut, noch drei andere: Lutheralp, Karasu und Kinky, die ebenfalls. Noch gelevelt gehen müssen. Ah, jo, ich will ablegen. Das heißt, ich lege Raftel ab. Thompson geht da nochmal flöte. Und dann kann ich wenigstens zwei nochmal rinhole. Hol ich die beide mit. So, wunderbar. Damit haben wir dann auf jeden Fall schon mal das Team soweit ready. Und dann gucken wir mal, wo wir eigentlich als nächstes von hier aus hingehen. Aha, hier geht's noch Wiesenflur. Ich glaube, wir gehen dann noch Westen. Aber es würde mich mal interessieren. Ah, hier kann ich nochmal rein, ne? Ah ne, hier war ich ja schon. Hier geht's ja nur mit Surfer anscheinend weiter, okay. Okay, hier geht's anscheinend nur mit Surfer weiter. Das heißt, wir rennen mal nach Wiesenflur. Und wie immer gibt's das im Timelapse. Nur besondere Kämpfe und jo, Besonderheiten gehen halt nicht im Timelapse gezeigt. Viel Spaß!
Ja, und da wären wir in Wiesenflur. Keine Ahnung, was uns hier in Wiesenflur erwartet, aber ich muss zuerst... Oh, zu spät. Ich wollte eigentlich jetzt noch Eva Maria heilen. Pokezender muss ich... Ah, Pokezender ist hier, okay. Pokémon sind wieder topfit, sehr schön. So, dann gucken wir mal, was in der Häuser so abgeht. Weit von hier, in Pracht Polycity, findest du die Pokémon-Liga. Die Trainer dort sind alle geradezu furchterregend talentiert. Ah ja. In der Pokémon-Liga musst du die Top 4 hintereinander besiegen, das sagen die Regeln. Ja, das kennen wir ja schon von anderen Editionen. Wenn du gegen einen dieser Trainer verlierst, musst du die Herausforderung von vorne beginnen. Ich weiß. Also das, die Infodinger sind ein bisschen nervend ab und zu. Muss man ganz ehrlich sagen, aber ansonsten... Ah, den kennt man doch, oder? Ich habe gegen dich verloren, Slade, aber das betrübt mich nicht. Ich habe ein neues Ziel in meinem Leben. Zusammen mit meinem Trassler mache ich mich auf die Arenen... auf die Arenen herauszufordern und ein großer Trainer zu werden. Behalte mich ruhig im Auge, Slade. Bald bin ich stärker als du und dann werde ich dich zu einem neuen Kampf herausfordern. Okay. Oh, Slade! Du findest Saigone Mann, aber es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Diese natürliche Umgebung hat Wunder gewirkt bei Heikos Gesundheit. Und nicht nur die natürliche Umgebung. Ich denke auch die Freundschaft zu den Pokémon haben ihm geholfen. Ah ja. Der Freund meiner Tochter besitzt viel Schwung und Energie. Er gräbt ununterbrochen einen Tunnel, damit er meine Tochter sehen kann. Meine Tochter ist etwas besorgt deswegen und schaut jeden Tag nach ihm. Ah ja, okay. Das ist alles ein bisschen seltsam. Ganz ehrlich. Zeig mir doch mal dein Pokémon. Ich prüfe, wie sehr es dich mag. Oh, dein Pokémon. Es mag dich. Es möchte von dir verwöhnt werden. Das kann man jetzt auf so vielen Ebenen falsch verstehen, aber egal. Der Wind steht immer so günstig, dass die Asche vom Vulkan nie hierher geweht wird. Die Luft ist sauber und klar. Hier zu leben hilft auch den schwachen und kränklichen Menschen. Aha, aha, aha. Siehst du die Höhle neben dem Pokémon-Supermarkt? Das ist ein Typ drin, der den Felsbrocken sprengen will, damit er auf die andere Seite gehen kann. Wäre das toll, wenn ich auch dort durchgehen könnte? Ein Besuch in Metaross City wäre dann ganz einfach. Was ist denn das da nochmal? Kampfcamp, wie sind wir, wo Kämpfe eine Augenweide sind? Da, ja. Meine Pokémon und ich haben gerade eine Gewinnserie, daher werde ich nun meinen Auftritt im Kampfcamp... Okay, also ich würde mal sagen, das Kampfcamp gucken wir uns mal nochmal an. Die Regeln des Wiesenflur hängen öffentlich aus. Wähle bitte ein Themengebiet aus. Willkommen, hier wird das Vertrauen der Trainer in ihre Pokémon getestet. Möchtest du dich der Herausforderung des Wiesenflur-Kampfcamps stellen? Im Kampfcamp von Wii gibt es eine entscheidende Regel, die beachtet werden muss. Trainer dürfen ihre Pokémon in den Kampf rufen und zurückziehen. Also, weil sie greifen. Die Pokémon sollen sich gemäß ihres Wesens verhalten und kämpfen. Aha. Okay. Oh, jo, warum nicht? Gut, dann bestimme jetzt deine drei Pokémon. Ah ja. Natürlich... Eva. Zizo und Sarface. Ja, mein Herz ist stark. Hallo. Schand doch. Was ist, wenn ich Eva weglasse? Sarface, Zizo, Kinky.
Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Das muss auch random erstmal gesagt werden, Leute. Ich bin immer so schnell beim Durchklicken hier. Eintragen, eintragen, eintragen. Okay. Bevor du das vertrittst, musst du deinen Spielstand speichern. Ja, okay. Es gibt bereits einen Spielstand. Überschreiben? Ja, möchte ich. Gut, dann folge mir. Ich hoffe, es ist jetzt keine Zeitverschwendung. Man kriegt auch was Ordentliches, wenn man gewinne. Barriere? Nun dann. Komm schon! Barriere? Hä, was Barriere? Naja, egal. 3 gegen 3 anscheinend. Okay, Angler. Das ist nicht gut für Schmerbe. Okay, also das ist echt ein krasser Name. Oh, Level 30 ist das hier. Das ist mies, das ist mies. Schmerbe setzt Regentanz ein, okay. Moschener Zerschneiderin Knalle. Ging daneben. Ah, da kann man eigentlich gar nichts machen. Das ist ja total blöd. Ne, das ist ja blöd, wenn man da nur auf Kampf klicken kann und dann automatisch. Das ist. Nö. Warum setzt der jetzt Protzer in? Warum nicht noch ein Zerschneider? Oh, leck, das gibt's doch nicht. Eva, Eva, das ist doch echt nicht dein Ernst. Also, von dir hätte ich mehr erwartet, ne? Das ist nix. Das ist nix. Ja, gut, komm zurück. Setze mal Starface in. Ja, Genauigkeit. Ich weiß, was Lebensschelle macht. Moment, der Fisch kann auch Elektroattacke? Ey, Moment, das ist doch Cheating! Das ist total blöd, ey. Das ist total blöd jetzt. Naja, ne, Erfahrung gemacht. Hey, ich hab gewonnen? Ja, hast du. Ich fühle mich geehrt, dass ich deinen Pokémon zuschauen durfte. Das Ergebnis wird gespeichert. Bitte warte einen Moment. Please hold the line. Hast du dein Herz gestärkt in deinem Pokémon? Dann komm wieder. Ja, mach ich. Vielleicht. So, die sind ja nochmal fit, oder? Ja, sind so gut. Fällt mir gerade mal was in. Ah, ich habe noch genug. Okay. Mein Papa hat mir erzählt, er sagt, der Tunnel sei voller scheuer Pokémon. Sie haben Angst vor lauten Geräuschen, machen einen Aufruhr. Daher muss das Tunnelprojekt gestoppt werden. Aber es gibt da einen Mann, der versucht, den Tunnel allein... Ah, okay. Rechts oder links? Doch, komm, geh mal. Schon keine Ahnung, wohin. Einmal Google. Ein Flurmel. Kann ich so gerade fangen? Nee, kann ich nicht. Gut. Wenn selbst der Superball bei Level 7 versagt, ne? Also das ist dann schon ein bisschen... Jo, du... Aufruhr. Dann geh weg.
Okay. Wo bin ich denn da? Ich habe meine Brille fallen lassen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Okay. In der Wand ist eine kleine Was? In der Wand ist eine kleine Einkerbung. Ah ja. Ja, das ist eine Einklebung, okay. Slate hat KP Plus gefunden, ne? KP Plus ist nicht schlecht. Ich freue mich, wo dem sein Bild ist. Ah, okay. Ah, doch nicht. Okay. Ich habe meine Brille, kannst du mir helfen, sie zu finden? Deine Brille? Darf ich sie mir kurz aus? Das ist ein Schattenglas, das habe ich nicht gesucht. Vielleicht ist meine Brille gar nicht hier zu finden. Okay. Was war jetzt der Sinn des Ganzen? Ich habe noch ein Geräusch gehört. Das ist eine kleine Einkerbung. Was macht das Schattenglas? Ah, Unlichtattacke, okay, ne, gut. Ja, vielleicht gelingt es uns diesmal, Flurmel zu schnappen. Mit einer Donnerwelle hier. Zum Donnerwelle nochmal. Aufruhr, okay. Das könnte echt was bringen. Flurmel könnte ich echt erwischen. Pokéball flieg! Ha! Chance erwischt! Nice! Nice Ice Baby! Möchtest du Flurmel einen Spitznamen geben? Natürlich! Nenne mal's Aidan. Und damit schöne Grüße an dich, Aidan. Aidan wurde auf PC, okay. Da leidet Pokéball. Wow, du hast den Felsen, der den Weg blockierte, einfach zertrümmert. Darüber bin ich überglücklich und daher möchte ich dir dieses VM geben. VM4 erhalten. Dieses VM enthält Stärke. Wenn ein kräftiges Pokémon dieses VM lernt, ist es in der Lage, sogar die schwersten Felsen zu bewegen. Heike, nun kann ich dich jederzeit besuchen. Das ist wunderbar. Bitte ruh dich ein bisschen in meinem Haus aus. Ja, ja, ausruhen. Nenne mal es heute das so. Ich würde sagen, wir gehen aber zuerst mal ins Pokécenter. Was überprüfe, sind dann gleich nochmal da.
wäre man nochmal in Malvenfroh City. Und ich würde sagen, dann gehen wir hier mal Richtung Norden, weil es kann ja nur Osten, Westen, da ist überall nur Surfer, es kann ja nur der Norden sein. Von daher, mal Ruhe.
Ja, da wäre mal in. Wie heißt die Stadt jetzt nochmal? Total verpeilt. Laubwechselfeld. Anscheinend sehr viel Feuer hier. Vulkanstadt, ne? Also ist ja logisch. Und genau da wäre mal eigentlich beim nächsten Mal dann auch weitermachen. Und mal gucken, ob hier, es hier eine Arena gibt, was es hier überhaupt alles gibt und wo es uns dann noch hin verschlägt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne weitere Videos von mir sehen wollt, dann klicken in der Endcard doch einfach ganz am Schluss dieses Videos jetzt aufs nächste Video, wo angezeigt wird, oder auf die Playlist Pokémon Smaragd, die dort auch angezeigt wird. Da kriegen wir auf jeden Fall noch genug Content von mir mit. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, beim nächsten Part. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Sanincher Let's Player von Nevan. Tüdelü!